Testspielzeit in Darmstadt. Der SV Darmstadt 98 empfängt den SVW in Wiesbaden zum ersten Aufeinandertreffen nach der Winterpause. Es geht endlich wieder los, endlich rollt der Ball wieder. Die Lilien sind seit 3. November ohne Sieg in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der SVW in Wiesbaden steht auf Platz 6 in der Tabelle der dritten Liga und hat noch Anschlussmöglichkeiten auf den KFC Uerdingen, sprich auf die Aufstiegsplätze in der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Schiedsrichter der Partie ist Julius Martenstein. Die Gastgeber in den blau-weißen Trikots ganz traditionell, die Gäste aus Wiesbaden in Neongelb und Schwarz. Gehen wir rein in das Spiel. Es ist von den Witterungsverhältnissen ein ganz klares Winterspiel. Die erste Möglichkeit, starker Antritt von Sandro Sirigu. Aber er scheitert dann am stark postierten Markus Kolke. Er hat sich dabei sogar leicht verletzt, konnte allerdings weiterspielen. Dirk Schuster, ja, für seine Mannschaft geht es ein paar Tage später ins Trainingslager nach Valencia. Eckball SVW in Wiesbaden und Kopfball Manuel Schäffler. Da melden sich die Gäste aus Wiesbaden mal an. Manuel Schäffler, 10 Tore Mann in der dritten Liga, wichtiger Mann. Macht ein richtig gutes Spiel, ist zu Beginn auffälligster Spieler auf dem Feld. Mit seiner Präsenz macht er viele Bälle vorne fest. Und der SVW in Wiesbaden ist spielerisch auf mindestens auf Augenhöhe. Das ist richtig stark gespielt, das ist das 1:0. Aber eine knappe Abseitsposition verhindert da die Führung für die Gäste Mitte der ersten Hälfte. Der SVW in Wiesbaden ist in der ersten Hälfte die aktivere Mannschaft, tut mehr fürs Spiel. Das ist Jules Schwadorf, Außenrisspass auf die Seite. Er bekommt den Ball wieder in der Mitte und der Ball geht Zentimeter am zweiten Pfosten vorbei. Da hat nicht viel gefehlt. Das sah richtig gut aus. Starke Kombination der Gäste aus Wiesbaden. Trainer Rüdiger Rehm kann zufrieden sein mit der Vorstellung seiner Mannschaft hier in den ersten 45 Minuten. Und dann sollte es passieren. Manuel Schäffler, der hebt schon den Arm, dann kommt der lange Ball. Das ist wieder Schwadorf auf Schäffler, der sieht Kiere und der macht ihn ins lange Eck. Die Führung für die Gäste. Kiere hat auch schon 10-mal in der dritten Liga getroffen. Der 22-jährige Deutschgänger macht hier das 1:0 für den SVW in Wiesbaden. Ist ja neu im Verein, kam vor der Saison vom TSV Havelse aus der Regionalliga Nord zum SVW in Wiesbaden. Zur Pause wurde dann bei den Gästen an der Taktiktafel justiert und bei den Darmstädtern kamen Marcel Heller und Stürmer Terence Boyd aufs Feld. Außerdem Felix Platte jetzt auf dem Feld. Also einige Veränderungen in der Mannschaft und das zeigt die Wirkung. Marcel Heller erobert hier den Ball und dann die große Möglichkeit zum Ausgleich. Boyd wartet in der Mitte, er zieht selber ab. Ein paar Minuten später machten es die Lilien richtig stark, spielen den Ball aus der eigenen Hälfte raus. Das ist der lange Ball für Felix Platte, der macht den Ball fest, das ist Jones. Und der wunderbar mit dem Chippass Außenriss auf Marcel Heller, das ist die große Möglichkeit und das ist der Ausgleich. Der verdiente für den SV Darmstadt 98, einfach aufgrund der starken Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte. Marcel Heller, der 22-Jährige, kam ja vor der Saison vom FC Augsburg und hat in der zweiten Liga auch schon 2-mal für die Lilien genetzt. Dann gehen wir schon rein in die Schlussphase, 88. Spielminute, Ecke von links, Jones in der Mitte, ist Franke, steigt am höchsten und macht das 2:1 für die Lilien und entscheidet die Partie, denn danach passierte nichts mehr. Marcel Franke, der 25-Jährige, steht ja aktuell noch beim Norwich City unter Vertrag, ist nur ausgeliehen an die Lilien. Und das war dann der Schlusspunkt. Darmstadt schlägt den SVW in Wiesbaden mit 2:1 in einem höchst interessanten, hochklassigen Trainingsspiel hier auf dem Rasenplatz am Böllenfalltor. Und auch Trainer Rüdiger Rehm vom SVW in Wiesbaden, sehr einverstanden mit der Vorstellung seiner Mannschaft und hat sicherlich viele gute Eindrücke gesammelt für die Vorbereitung auf die Rückrunde in der dritten Liga. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.